porn, Dave, the term drama queen. Das Wort Drama Queen hat eigentlich eine negative Bedeutung. Man wirft es Leuten an den Kopf, die gern ein bisschen übertreiben. Das Erstaunliche ist aber, dass die Gefühle, die sie durchleben, wirklich echt sind und tief und universell. Das macht uns menschlich. Es ist ein Durchexerzieren von zutiefst menschlichen Gefühlen. Die Drama Queen ist ein Slang-Ausdruck für eine Person, die auf alles maßlos übertrieben reagiert, die immer gleich auf der Palme ist. Du bist besonders, also sei besonders und mach das Beste draus. Kannst du die Primadonna sein? Der Druck ist groß. Ich hatte damit nie ein Problem. Auf der Bühne bist du oft eine Drama Queen. Ich kann mich hineinversetzen. Das genügt? Man nennt es Vorstellungskraft. Joyce DiDonato, amerikanische Mezzosopranistin, hat eine besondere Vorliebe für die großen Frauenfiguren der Barockoper. Herrscherinnen, Zauberinnen, Königinnen. Ob auf den Opernbühnen der Welt oder im Aufnahmestudio. Für Joyce DiDonato sind diese Drama Queens vor allem in ihren Emotionen überlebensgroß, größer als das Leben, larger than life. Doch was ist das Geheimnis dieser Überlebensgröße? Worauf lässt man sich ein, wenn man in diese Rollen schlüpft? Und wie viel Drama Queen steckt dabei in einem selbst? Auf der Suche nach Antworten begibt sich die Sängerin auf eine Reise. Dabei begegnet sie Künstlerpersönlichkeiten, deren Kunst vermutlich weniger faszinierend wäre, wüssten sie nicht selbst, was es heißt, ab und zu eine Drama Queen zu sein. This is my year of the queens. These really strong, iconic, female spirits. Dies ist mein Jahr der Königinnen. Großartige Frauenfiguren voller Energie. Überspannt, aber wahrhaftig. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Drama Queens. Drama Queens. I certainly think it's when people think about opera. Wenn man an Oper denkt, dann ist doch die Drama Queen das, wofür wir leben. Die überlebensgroße Persönlichkeit, die überlebensgroßen Emotionen. Was diese Figuren durchleben, hat Größe und Tiefe. Und das reizt mich so sehr an ihnen. And deep. And that's what really turns me on about it. In particular, we go into the world of Baroque music. Vor allem in der Welt der Barockoper, wo die Dinge ein bisschen stilisiert sind und die Handlungen etwas seltsam. Man denkt manchmal, was da passiert, ist verrückt. Es ist verrückt. Der Grund dafür ist, dass diese Frauenfiguren eine Kulisse brauchen, gegen die sie ihre Emotionen schleudern können, wie die Farben bei einem Jackson Pollock-Gemälde. It's like a Jackson Pollock-Painting, you know, where they just splatter the different colors. Das ist die Welt des Theaters und des Dramas mit diesen machtvollen und sinnlichen Frauen. Sie treten auf und erlauben uns zu lieben und zu hassen und Eifersucht und Zorn und Rache und Freude zu empfinden im ganz großen Stil. Yes, it is.
It's starting off with this crazy invented character of Sycorax. Es beginnt mit dieser verrückten, erfundenen Figur Sycorax in The Enchanted Island, hier an der Metropolitan Opera. The challenge with this role of Sycorax. Das Besondere an der Rolle der Sycorax ist, dass sie zunächst in einem sehr hässlichen Zustand erscheint. Sie hat jahrelang nur Rachepläne geschmiedet und das hat sie verhärmt, denn sie hat ihre Macht verloren und ihren Lebenswillen. Because she's lost her power, she's lost sort of her will to live. That changes everything. Das ändert alles. Ich muss sie striegeln. The interesting thing for this, I know a lot of women who have. Interessanterweise kenne ich viele Frauen, die das durchgemacht haben. Sie werden älter und verlieren ihre Identität. Sie leben für ihre Kinder, für die Kirche, für die Schule, immer nur für die anderen. Und eines Morgens schauen sie in den Spiegel und fühlen sich wie Sycorax. Sie fragen sich, woher kommen diese Falten? Wo ist die Joyce von damals? Wo ist die Dorothy von damals? Und sie stellen fest, dass sie ihre Kraft an andere verschenkt und sich selbst dabei vergessen haben. In dieser Situation befindet sich Sycorax, sodass sie beschließt, ihr eigenes Selbst zurückzugewinnen. Ich sehe meiner Spielzeit der Drama Queens entgegen und denke, dass diese Fragen mich dabei begleiten werden. Wer bin ich? Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen für Eifersucht, Rache oder Freude oder Tod? Welchen Weg gehe ich? Und Sycorax liefert den perfekten Auftakt dazu. Vivian ist eine große Bewunderin von Musik, Literatur und Kunst im Allgemeinen. Sie personifiziert die Idee der Drama Queen. Sie hat Barrieren überwunden, ist ihren eigenen Weg gegangen, hat sich nicht von Konventionen leiten lassen. Deshalb ist sie so überragend und faszinierend. Unser Motto lautet Drama Queens, größer als das Leben. Die Rollen, in die ich schlüpfe, Cleopatra, Amida, sie zerstören die Welt und tun verrückte Dinge. Aber ihre Emotionen sind rein und sehr menschlich. Ich denke, wenn das zum Ausdruck kommt, dann eröffnet es die Möglichkeit, ein Tor zu durchschreiten, das größer ist, als man dachte. Und dahinter öffnen sich andere Welten. Ja. Ja, das stimmt. Was du da beschreibst, ist die Vorstellungskraft. Um die Welt zu verstehen, erschaffen wir uns Sinnbilder. Und was du beschreibst, ist eine Art von poetischer und spiritueller Darstellung unserer Gefühle. Wir versinnbildlichen die Welt in einem Zeichen, einem Gedicht, einer Oper, in unseren Symbolen, mit denen wir die Wirklichkeit abstrahieren. In a sign, in a poem, or
in an opera or, you know, in the devices that we have, which are abstractions from reality. I love the word that you kept talking about, imagination. Gut, dass du die Vorstellungskraft erwähnst. Ich arbeite oft mit jungen Sängern und sie fragen mich, wie kontrollierst du den Atem? Wie übst du die Koloraturen? Und ich sage, das ist alles wichtig, das ist die Technik, die Basis. Aber nichts davon lebt ohne die Vorstellungskraft. Die Vorstellungskraft ist das Feuer und die Leidenschaft, die dir hilft. It's the passion, and it's what will help you, I think. I mean, you mentioned technique, you see, yes. If you have. Ja, wenn man die Technik beherrscht, dann braucht man die Dinge nur noch zu denken und sie geschehen. Man ist in der Lage, sich auszudrücken, ganz automatisch. Man kann es einfach leben. Aber man braucht die Technik. Ich könnte nicht einfach du sein, auch wenn ich 5 Gesangsstunden genommen habe. Also immer, wenn wir über die führenden Frauengestalten sprechen, vor allem in den Barockopern, dann leuchten deine Augen. Genau wie jetzt. Wir haben über Alcina gesprochen, über Kleopatra und Poppea. Was verleiht diesen Frauen solche Strahlkraft? Es ist das Drama, das Urdrama. Und das bedeutet Überzeichnung, Übertreibung, Überlebensgröße. Es ist nie langweilig. Ich finde eine Menge Musik langweilig. Aber die Drama Queens, vor allem im Barock, sind nicht langweilig. Sie sind keine grauen Mäuse. Nein, sie sind wirklich richtig stark. Es hat mir wirklich den Atem verschlagen, als ich das Manuskript sah. Es heißt Madre di Letta Abbracciami von Giovanni Porta. Und es geht um die Geschichte von Iphigenie. Es ist die Stelle, wo sie in den Tod geht. Sie sagt zu ihrer Mutter, umarme mich, tröste mich. Aber im B-Teil sagt sie, du musst Vater vergeben. Das ist heftig. Sie sagt, dann kann ich in Frieden meinem Tod entgegengehen.
I have the distinct privilege of saying that Donna and I go back. Ich schätze mich glücklich, Donna seit vielen Jahren zu kennen. Sie ist ein wunderbarer Mensch. Ich würde sie nicht als Drama Queen bezeichnen. Sie passt nicht ganz in dieses Bild. Aber sie ist eine starke Frau, voller Überzeugung und Leidenschaft. Mit ihrer Vorstellungskraft bringt sie Venedig durch ihre Bücher in die Welt. Und ihr Engagement, Barockmusik zugänglich und hörbar zu machen, ist ohne Beispiel. Accessible and heard is second to none. Why do you think it's especially as you know, and you're in the literary world as well. Was glaubst du, vor allem aus der Sicht der Literatur, was ist so unwiderstehlich an diesen Frauenfiguren, die ja nicht unbedingt vorbildhaft sind? Diese Frauen sind eitel und verhalten sich oft rücksichtslos. Was fasziniert uns so daran? Why are we attracted to that? We are simply interested in bad behavior. Wir sind ganz einfach interessiert an schlechtem Benehmen. Oft erhält der Bösewicht die größte Aufmerksamkeit des Lesers oder des Zuschauers. Die Figur, die gegen die Regeln des Anstands verstößt, ist oft die interessantere. Tröstet uns das, weil wir erkennen, dass wir selbst gar nicht so schlimm sind? Vielleicht. Oder macht es uns nachsichtiger mit uns selbst? Ja, deshalb lieben die Leute Seifenopern, weil sie darin Figuren beobachten, die sich sehr schlecht benehmen. Man findet das irgendwie interessant. In der Oper wird das Ganze durch den leidenschaftlichen Gesang noch faszinierender. Makes it more real, makes it more compelling. Wir verbringen unsere Zeit am Computer. Wir bauen Verbindungen auf und sind doch nicht verbunden. Wir rasen hin und her und nehmen uns nicht die Zeit, uns den eigenen Emotionen zu widmen. Ich finde, wir sollten in der Übertreibung von Gefühlen nichts Negatives sehen, sondern etwas, das man feiern und zu dem man ermutigen sollte. Wir brauchen mehr von diesen starken Emotionen. Potent emotion. So, unser Motto heißt Drama Queens größer als das Leben. Man kennt dich nicht nur in unserem Metier. Du gehörst zu den wenigen Opernsängern, die aus der Klassiknische herausgetreten sind und allgemeine Bekanntheit erlangt haben. Du bist eine der wenigen amerikanischen Sängerinnen, die international nicht nur Erfolge feiern, sondern auch Anerkennung finden. Als ich zum ersten Mal an der Scala auftrat, dachte man dort, okay, sie ist Amerikanerin, aber sie singt Rossini. Vielleicht wie diese Horn Lady, vielleicht hat sie ja was. Als ich das alles gemacht habe, dachte ich überhaupt nicht daran, etwas Besonderes zu tun, wirklich nicht. Nur deine Arbeit. Ich habe einfach meine Arbeit getan, genau. Ich habe die Rollen gesungen, die zu mir passten. Und wenn ich Glück hatte, hatte ich auch noch Spaß dabei. Erst später, als ich Bilanz ziehen konnte, als ich mich entschlossen hatte, keine Opernrollen mehr zu singen, da konnte ich mir sagen, ja, ich glaube, ich hatte einen Einfluss auf das Repertoire. Das klingt bescheiden für jemanden mit einer so steilen, überlebensgroßen Karriere. Und doch bist du einfach Marilyn Horne. Hast du mal eines meiner Bücher gelesen? Ja. Weißt du, was mein Vater sagte, wenn man Gefahr lief, größenwahnsinnig zu werden? Was hat er gesagt? Wenn du glaubst, du wirst zu groß für den, der neben dir sitzt, dann denk daran, es ist nur ein kleiner Knorpel in deiner Kehle, der dich von ihm trennt. Das ist wahr. Und er ist nur so groß. Und die kleinste Delle genügt und dann war's das. Musik
Just in case, okay. But we are going to do something. Wir sind dem Phänomen der Drama Queen auf der Spur, oder in deinem Fall Drama God, und dem Geheimnis dieser Überlebensgröße. Was ist das Besondere an der Oper, die ja an sich schon sinnlich und vielschichtig ist? Was davon lässt uns diese Überlebensgröße miterleben? Ich denke, zunächst sind es 400 Jahre Tradition. Ich glaube, vor ein paar Jahren wurde die Oper 400 Jahre alt. Und sie ist da, sie ist faszinierend. Die Geschichten sind faszinierend, die Figuren sind entweder überlebensgroß oder auch das Gegenteil davon. Es kann ein Betrunkener sein oder eine Gottheit. Wir stellen alle diese Charaktere dar und wir können froh sein, dass das heutige Publikum von den Sängern erwartet, diese Rollen auch zu gestalten. In so many characters. Also, we are blessed today with the public really want singers to act. Was du immer getan hast. Das ist unverzichtbar, aber ich glaube, das Geheimnis liegt in der Live-Performance. Wenn du diese großen, emotionsgeladenen Szenen spielst, zum Beispiel als Othello, wo die Emotionen so stark werden, wie kontrollierst du die Stimme? Wie bleibst du ruhig genug, dass die Stimme funktioniert? Wenn irgendein Sänger behauptet, er sei nicht nervös, wenn er auf die Bühne tritt, dann kann ich nur sagen, ich habe das bislang nicht gelernt. In meinen 3500 Aufführungen, bald sind es 3600, da gab es nicht eine, in der ich nicht nervös war. Aber die besten Aufführungen sind die, in denen man in der Lage ist, zu vergessen, dass man singt. To forget that you are singing. Yes, yes. Then you are a character. Dann ist man ganz in der Figur und man spricht und denkt gar nicht über das Singen nach. Und hinterher sagt man, es war gar nicht so schlimm, wie ich am Anfang der Vorstellung dachte. Then you said, okay, it's a little easier than I thought when the evening was going to start, you know? Yeah. War das jemals ein Problem für dich? Manchmal lasse ich mich zu stark von den Emotionen hinreißen. Das geht auf die Stimme und ich muss mich zurückhalten. Keine Frage. Wie gehst du damit um? Im besten Fall beherrscht man sich und sagt sich, du gehst zu weit, du musst wieder ein bisschen runterkommen. Ich glaube, man muss sich eine innere Einstellung zurechtlegen, wer man ist, worüber man redet und dann muss man liefern. Es schlicht halten. Ja, und findest du nicht, für einen Sänger, für jedermann vielleicht, Konzentration ist eine sehr wichtige Sache. Man muss konzentriert sein wie ein Laserstrahl. Konzentration wie ein Laserbeam. Auf ihrer Reise stellt Joyce DiDonato fest, dass die Drama Queen für viele Künstler ein Sinnbild ist.
Frauenfiguren von überlebensgroßem Temperament stehen für die Sehnsucht nach ungehemmten Emotionen, für die es im wahren Leben oft keinen Platz gibt. Wie man dem Geheimnis solcher Figuren auf die Schliche kommt, dafür hat jeder sein eigenes Rezept. Der Schauspieler Stefan Kuschner erscheint in Berliner Szenekneipen gern mal in Gestalt der Operndiva Jessie Norman. Es ist wirklich eine unglaubliche Erfahrung, den Drama Queens auf der Spur zu sein. All diese Leute zu treffen, aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kunst und des Lebens. Auf meinen Reisen habe ich gelernt, dass wir alle viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede. Und diese Idee, Grenzen und Konventionen zu überwinden und zu versuchen, unser Innerstes zu verstehen und herauszufinden, warum wir so sind, wie wir sind und wie wir uns vielleicht verbessern können, das macht diese Reise so faszinierend. Ich bin da drin als Jessie Norman. Wirklich? Na sowas. Tolles Foto. Ich liebe, was du mit dem Pianisten anstellst. Machst du das nicht immer so? Klar, die ganze Zeit. Also, was ist deine Verbindung zu ihr? Warum Jessie? Nicht nur Jessie, aber vor allem sie, weil die Situation so unwirklich war. Ich war 18 und saß im Bett. Mein 28-jähriger Liebhaber lag neben mir und schlief. Ich habe mir das Live-Aid-Konzert im Fernsehen angeschaut. Und dann kam die Ansage, und jetzt Jessie Norman. Und das Publikum tobte. Sie trat auf die Bühne und hinter ihr fuhren die Scheinwerfer hoch und die Leute tobten noch mehr. Und dann kam für mich der Moment der Offenbarung. Sie machte diese Geste. Sie begann hier und als sie da endete, war das Publikum still. Nichts. Und dann sang sie Amazing Grace a cappella. Ich hatte Tränen in den Augen und mir liefen Schauer über den Rücken. Es war wie eine Offenbarung. Ich sehe das, es gibt diese Verbindung zu ihrer Persönlichkeit. Bei uns geht es ja auch um dieses Größer-als-das-Leben-Ding. Und bei ihr trifft das mehr zu als bei jeder anderen Diva. Deshalb ist es ganz natürlich, dass man verstehen möchte, was genau das ausmacht. Wenn ich verstehe, was sie tut, was sie zu Jessie Norman macht, dann kann ich mit dieser Erkenntnis auf die Bühne treten, egal was ich spiele. Ich spiele viele Rollen, mehr Männer als Frauen, aber darauf kommt es nicht an. Es sitzt hier drin. Du kennst das. Armida verliert die Kontrolle, das ist das Problem. Wir gehen hier ein bisschen über die Barockzeit hinaus und landen bei Haydn. Und Haydn entfesselt all seine Kräfte in dieser Nummer. Armida erkennt, dass sie betrogen wurde und vernichtet wird. In ihrem Herzen und in ihrer Macht. Aber sie will nicht für sich allein zugrunde gehen. Sie sorgt dafür, dass sie alles mit sich reißt, was ihr in den Weg kommt. Und sie will tatsächlich die ganze Welt zerstören.
in front of her and around her, and she's going to destroy the world. Das macht Bel Canto so aufregend. Die weibliche Stimme in einem erregten Zustand, der im Gesang zum Ausdruck kommt. Das ist schönes Geschrei. Die Primadonnas, die in diesen Rollen debütierten, waren bestimmt ziemlich exaltiert. Es entspricht nicht ganz meinem Naturell, die Welt zu zerstören. Aber ich liebe es, mich auf der Bühne in diese verrückten, überspannten Ladies hineinzuversetzen. Verschwimmen da manchmal die Grenzen? War es jemals schwierig, wieder zurückzukommen? Bisher noch nicht, zum Glück. Ich glaube, es ist eine wunderbare Art der Therapie. Ich spiele Dinge durch, die mir im wahren Leben nie erlaubt wären. Es ist reizvoll, das auf der Bühne im Innersten nachzuempfinden. Aber ich muss aufpassen, dass ich die Stimme kontrolliere, denn die Kommunikation hat Vorrang. Ist Eitelkeit eine Drama-Queen-Kategorie? Lass mich überlegen. Natürlich. Diese Frauen sind eitel. Armida muss die Welt zerstören, weil sie die Vorstellung nicht erträgt, dass es jemanden geben kann, der sie nicht vor allen anderen begehrt. Natürlich, das ist Drama. Vielleicht das beste Drama überhaupt. Eitelkeit mag eine sehr oberflächliche Eigenschaft dieser Drama-Queens sein, aber wir lieben das. Is it ever a strange dichotomy for you because the empfindest du das als Widerspruch? Die Modewelt basiert auf einer Art von Konsumverhalten. Es gibt das Element der Kunst, der Provokation, des Risikos. All die Dinge, die ich liebe. Aber am Ende erwerben die Kunden ein Produkt. Siehst du dich da manchmal in einer schwierigen Position? Do you find yourself in a difficult position sometimes with that? I do and I don't. Ja und nein. Grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl mit dem, was ich tue. Was ich nicht mag, ist, zu sehr zu expandieren. Ich halte das in Grenzen, indem ich auf Qualität bestehe. Aber es ist nicht einfach, die Kosten zu decken.
Meine Haute Couture wird komplett durch mein übriges Geschäft subventioniert. Aber der Kern meiner Arbeit ist nicht Mode von der Stange. Kleider bieten den Menschen die Möglichkeit, auszuwählen. Sie sind eine Verschönerung und eine Bereicherung. Deshalb glaube ich, dass Mode uns hilft, uns auszudrücken. Mode ist etwas Wundervolles. Wir brauchen Kleider. Und warum sollten es keine wundervollen Kleider sein? Das versuche ich zu gestalten. Ich könnte in einem schwarzen Hosenanzug auftreten und diese Figuren darstellen, keine Frage. Denn es geht um die Vermittlung von Emotionen und Absichten und um Gesang. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, ein fantastisches Kleid zu tragen, warum nicht? Wir brauchen auch ein bisschen Spaß. Nicht im banalen Sinne, sondern um die Dinge zu zelebrieren. Wir sollten die Dinge einfach mehr feiern. I think we need to have this idea of celebration. Als ich studiert habe, um Lehrer zu werden, war ich hin und her gerissen. Ich fühlte mich zur Oper hingezogen und das brachte mich in einen Konflikt. Ich fragte meinen Vater, Dad, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich liebe das Singen über alles, aber es kommt mir so eigennützig vor, während der Lehrerberuf das edlere Ziel zu sein scheint. Die Welt braucht gute Lehrer, und ich war sehr zerrissen, als wäre das eine Berufung und das andere eine egoistische Schwäche. Da erteilte er mir die Erlaubnis, aber auch den Auftrag und sagte, weißt du, Joyce, es gibt mehr als nur einen Weg, ein guter Lehrer zu sein. Es gibt mehr als nur einen Weg, die Menschen zu erreichen und sie zu berühren. And there's more than one way to reach them and touch them. Es geht nicht um Ruhm und Applaus oder gute Kritiken. Es geht um diese Beziehung zwischen mir und dir, zwischen mir und dem Publikum. Wovon ich mehr und mehr überzeugt bin, ist die Notwendigkeit von Musik, von Schönheit und Wahrhaftigkeit in unserem Leben. Es ist ein Bedürfnis. Es ist keine Schwäche, kein Luxus. Es ist eine Notwendigkeit. It's not an indulgence. It's not a luxury. It's a necessity. Vor einiger Zeit schrieb ich ein Manifest, weil ich mich fragte, was möchte ich jungen Leuten heute mitteilen? Das Wichtigste ist, ihnen zu sagen, dass sie an einem fatalen Mangel an Kultur leiden. Dabei ist Kultur so lebensnah. Mein Mantra lautet,
Alles hängt miteinander zusammen. Die Welt befindet sich in einem so zerbrechlichen Zustand. Die Umweltprobleme sind unvorstellbar groß. Es wird ein Massensterben geben, wenn wir die Dinge nicht innerhalb der nächsten Jahre in den Griff bekommen. Für mich hängt das alles zusammen. Wir konsumieren bedenkenlos und wir leiden an einem Mangel an Kultur. Ich betrachte es als meine Pflicht, die Welt, in der ich lebe, zu verstehen. Ich bin schließlich mehr als die Summe meiner Teile. Ich bin jetzt 71 Jahre alt und hatte ein wunderbares Leben. Das ist ein unglaubliches Geschenk und deshalb ist es meine Pflicht, die Welt zu verstehen, in der ich lebe. Und hier kommt die Kultur ins Spiel. Wenn man die Künste liebt, hat man einen Anker im Leben. Man entwickelt seine Persönlichkeit, je mehr man davon versteht. Sposa sum disprezzata is a... Sposa son disprezzata ist ein Stück, das ich im Studium entdeckt habe. Jemand zeigte es mir und ich wünschte mir, es eines Tages zu singen. Es ist ein Stück, das sich anfühlt, als würde sich ein riesiges Messer langsam ins Herz bohren. In diesem Fall in das Herz von Irene. Das Messer dringt ins Herz und dann beginnt es, sich langsam zu drehen. Das ist dieses seltsame Geheimnis der Barockmusik. Es gibt diese Süße in der Qual. Und dieses Gefühl, verlassen und betrogen zu sein, ist umso wahrhaftiger, weil diese Musik so schön ist. Und die Anspannung ist so groß, dass die Figuren kaum singen können. Aber sie müssen. Denn sie müssen ihrem Kummer und ihrem Gefühl eine Stimme geben. Wenn es in ihnen bleibt, sterben sie. Es muss heraus. Aber wie dieses Messer sich langsam dreht, ist so schmerzvoll schön. That slow twist of the knife. And it's so painfully beautiful.
Death, suicide. I mean, Tod, Selbstmord. Diese Figuren sind auch selbstmörderisch. Ich hatte auf der Bühne Momente, wo Selbstmord nur einen Millimeter entfernt war. Es ist eine erschütternde Erfahrung, auch wenn man weiß, dass man nur eine Rolle spielt. Under the veil or behind the veil of performance. I'd like to be the last person. Ich möchte der letzte Mensch auf Erden sein. Wenn wir alle der Auslöschung entgegengehen, möchte ich wissen, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht sind wir einfach nur zu dumm. Nein. Möchte ich der letzte Mensch auf Erden sein? Nein. Ich versuche mir vorzustellen, wie das wäre. Man müsste durch... Nein. Ich glaube, ich wäre schrecklich einsam. Kannst du dir das vorstellen? Würdest du wissen wollen, wie das ist? Nein, ich würde nicht der Letzte sein wollen. Nein, ich habe da ein sehr prosaisches Gemüt. Der Letzte zu sein bedeutet, alles erlebt zu haben, was dazu geführt hat, dass man der Letzte ist. Und das wird kaum angenehm sein. Überall Tote. Ich denke an den Verlust. Ja, denn alle, die man liebt, werden nicht mehr da sein. Ich möchte von Menschen umgeben sein, um Erfahrungen zu teilen und Verbindungen zu knüpfen. Ich wäre nicht gut als letzter Mensch auf Erden. Für Joyce DiDonato hat sich die Expedition in die Welt der Drama Queens gelohnt. Wer bereit ist, sich mit dem Geheimnis überlebensgroßer Frauenfiguren auseinanderzusetzen, gewinnt Erkenntnisse über die eigenen Emotionen und hat darüber hinaus Gelegenheit, die großen Fragen des Lebens zu streifen. An der Metropolitan Opera hat die Zauberin Sycorax inzwischen ihr eigenes Selbst wiedergefunden und sich von einer hässlichen Hexe in eine strahlende Königin verwandelt. Wir brauchen eine Verbindung zu etwas, das auf Schönheit, Wahrhaftigkeit und Emotionen beruht. Es ist eine Tatsache. Oper ist wichtig für die Menschen. Sie vermittelt menschliche Angelegenheiten, die uns seit Jahrhunderten bewegen. Sie ist relevant und wird es immer sein. Wir müssen dafür sorgen, dass das Publikum das weiß. Oper ist zugänglich und relevant. Wir müssen die Leute daran erinnern. Kriege ich jetzt Ärger? Ich glaube, relevant ist ein Wort, mit dem ich mich nicht ganz wohlfühle. Oper ist schön. Sie ist schön und leicht zugänglich, solange die Leute sich nur darauf einlassen. Was bekommt man dafür? Man wird etwas Schönem ausgesetzt. Und ich glaube, das Schöne ist gut für die Menschen. Bin ich eine Drama Queen? Ich denke jetzt öfter darüber nach. Ich hätte es wohl verneint, aber ich weiß, was es ist. Also muss ich etwas davon in mir haben. Ich weiß, wie es ist, Emotionen im großen Stil zu durchleben. Und ich schrecke davor weniger zurück als früher.
Ich wage es kaum zu sagen. Vielleicht bin ich eine Drama Queen. Es ist schwer zu sagen, denn das Wort hat so viele Bedeutungen. Aber Emotionen zuzulassen und die Angst davor, mehr und mehr zu verlieren, das lerne ich. Und vielleicht hat diese Reise mir dabei geholfen. Wenn Sie das hier sehen, ist die Welt doch nicht untergegangen. Und Arte blickt mit dem Jahresrückblick auch voraus in eine neue Ära. Die amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato präsentiert auf ihrer CD Drama Queens Arien ihrer bekanntesten Rollen. Die bei EMI Classics erschienene CD ist auf arte.tv zu gewinnen. Artes goldene Stimmgabel geht in diesem Monat an die Neuauflage von Tschaikowskis Werken unter der musikalischen Leitung des legendären Jewgeni Mrawinski. Mehr dazu erfahren Sie beim Arte-Zuschauerdienst und auf arte.tv.